Ja, guten Morgen, wir sind auf dem Weg zu einer neuen Wanderung. Herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ihr seht schon, verdammt kalt, wir haben noch ein Minus gerade. Und ich wollte euch nur einfach mal zeigen, in die Richtung hier, da ist es ziemlich klar. Da sieht man auch schön so ein bisschen die Sonne im Hintergrund, wir sind kurz nach Sonnenaufgang. Und wir fahren jetzt in die Wolken hinein, denn wenn wir jetzt von oben gekommen sind, hat man richtig schön gesehen, wie wir hier oberhalb dieser Wolke oder des Nebels unterwegs sind und hier im Hintergrund liegt alles im Tal im Nebel. Heißt, mal gucken, wie wir jetzt dann laufen. Wahrscheinlich werden wir irgendwann dann wieder die Wolkendecke oder die Nebeldecke durchstoßen und vielleicht noch einen Blick drauf kriegen, wie es denn von oben her aussieht. Wir sind wieder im Schwarzwald unterwegs und sind jetzt auf dem Weg zur Etappe 2 des Kalver Rundweges. Dazu aber mehr noch, wenn wir am Parkplatz angekommen sind. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Wir gehen schon ganz kräftig auf Weihnachten zu. Der dritte Advent ist vorbei und ich habe die letzte Woche vor Weihnachten schon Urlaub. Also, nachdem ich jetzt in 2 Wochen absolut flach lag und die werte Corinna mich ans Bett gefesselt hat, wird es wohl jetzt so langsam mal Zeit, wieder loszugehen. Also entschuldigt, dass so lange nichts kam. Aber wenn es gesundheitlich nicht geht, muss man sich halt erst einmal auskurieren. Hilft ja nichts. Ja, und letztes Wochenende, wo man hätte bei bestem Wetter wandern gehen können, ja, kannst du vergessen, denn wir hatten ein wichtiges, geheimes Projekt am Start. Dazu aber erst wahrscheinlich Ende 24, Anfang 25 was Neues dazu oder was Genaues dazu. Also da können wir jetzt im Moment noch nichts verraten. Das ist so streng geheim, wir würden verhaftet werden, wenn wir darüber reden würden. Na gut, das weiß ich nicht, aber es wäre ja schade, wenn die Spannung da jetzt schon raus war. Gut, also würde ich sagen, wir machen uns mal auf den Weg. Wir sind jetzt hier am Kalver Jubiläumsweg. Wir haben ja den ersten Teil schon mal gemacht und es sind ja insgesamt 13. Diese Runde habe ich mit dem Carsten schon gemacht und leider in Vorbereitung auf meinen 157 Kilometer Endlosmarsch diese Dateien scheinbar von der Kamera gelöscht, ohne sie vorher zu sichern. Gut, also dann laufe ich diese Strecke für euch noch einmal und dann gucken wir mal, dass mir diese Woche, solange das Wetter gut ist, denn ab Mitte der Woche soll es ein bisschen umschlagen ins Regnerische, da macht es auch keinen Sinn, da sieht man ja nichts. Mal gucken, was wir noch so schaffen. Also freut euch jetzt in Zukunft erst einmal auf den einen oder anderen Anteil dieses Jubiläumsweges, der aus 13 Etappen besteht und jede einzelne Etappe so circa 14, 15 Kilometer lang ist. Von einem öffentlichen Verkehrsmittel zu einem öffentlichen Verkehrsmittel, sodass man also, da ist ja insgesamt zwar eine Rundstrecke, aber die einzelnen Anteile natürlich von A nach B gehen, ja irgendwie möglich sein muss, dass man wieder zurückkommt. Gut, das werde ich ausprobieren, wie das jetzt dann von hier funktioniert. Denn ja, unsere Minimöhre steht hier und zu der muss ich irgendwie nachher wieder zurückkommen. Naja, ich bin gespannt. Wir sind hier im nördlichen Schwarzwald. Die Berge dazwischen machen eine direkte Verbindung oft schwierig. Also lassen wir uns überraschen, wie wir da jetzt einmal da nachher um Boddich fahren, damit wir hier wieder rauskommen. Wird spannend. Auf geht's. Losgelaufen, geht es auch schon die ersten Höhenmeter. Aber hier im Schwarzwald ganz normal, ohne Höhenmeter geht gar nicht. Denn die Orte liegen üblicherweise ja in den Tälern. Nicht alle, da wo wir hinlaufen, glaube ich, dürfte ziemlich weit oben sein. Und ja, aber da müssen wir es verhindern. Ne? Oh,
Und ehe wir uns versehen, gibt es wieder was Geschichtliches. Und zwar, wir sehen hier hinter mir eine Wiese und da hinten eine höher liegende Wiese. Dieses Stück hier nennt sich Schwarzer Mann. Diese Bezeichnung, die wurde früher eigentlich dadurch geprägt, dass das ursprünglich so in Gegenden benutzt wurde, wo Klöster angesiedelt waren und die Mönche so ihre Wege hatten, wo die so lang gelaufen sind. Aber passt hier nicht, denn die Mönche hatten hier braune Kutten, also die Benediktinermönche, die hier unterwegs waren. Aber diese Wälder hier, natürlich waren früher ein super Rohstofflieferant für alles Mögliche, für Floßhölzer, für Bau, für Herstellung von Werkzeugen, aber auch um die Erze zu verhütten, also zu schmelzen, einzuschmelzen, zu trennen, wie auch immer. Also das Holz, was da nicht verkauft wurde für Erstgenanntes, wurde benutzt, um Holzkohle herzustellen. Denn bevor man richtige Kohle hatte, wurden Unmengen an Holzkohle benötigt. Und wenn man jetzt hier, ich weiß gar nicht, was ihr seht, da hinten mit den Schäfchen drauf, nochmal diesen, ja, hügelige Wiese sieht, dann ist das ursprünglich mal ein Ascheschutthaufen gewesen, der dann später über Jahrhunderte wahrscheinlich schon als Wiese genutzt wurde. Und da die Köhler, die damals ihre Öfen hier hatten, um Holzkohle herzustellen, natürlich Tag und Nacht hier sein mussten, um die zu beaufsichtigen, waren die natürlich auch oft rußgeschwärzt und damit, ja, nicht so toll anzusehen und damit häufig auch als schwarzer Mann bezeichnet. Ja, die waren dementsprechend natürlich auch manchmal verängstigend, obwohl es einfach nur einfache Arbeiter waren, die ganz harter Arbeit nachgegangen sind, entbehrungsreicher Arbeit, selten zu Hause, spärlicher Lohn, also in heutiger Zeit wahrscheinlich nicht erstrebenswert. Gut, also wir sehen, die Sonne steigt, gibt geiles Wanderwetter heute, alles richtig gemacht, wir sind unterwegs, auf geht's. Freunde der gepflegten Wanderblase, die ersten ordentlichen Höhenmeter liegen hinter uns, ihr merkt's, hochgeballert. Gut, hier drüben geht's gleich weiter, naja, aber weswegen ich eigentlich die Kamera anmache ist, wir kommen hier ohne Nebel, ich habe ja gesagt, das kommt dann irgendwann dazu, Sonne, ich weiß gar nicht, irgendwo da sieht man sie schon, und wenn wir jetzt hier so in die Richtung gucken, nach oben, ich weiß gar nicht, ob es die Kamera so zeigt, da wird es schon ein bisschen nebliger. Und darüber sieht man schon blau. Also werden wir wohl bald in dieser Nebelwolke verschwinden und dann über den Wolken vielleicht nachher noch was sehen. Mal gucken. Es geht stramm hoch hier. Damit ihr eine Vorstellung habt, da unten ist die Kehre und die ist von dem Switch hier, ich würde sagen 10, 20 Meter entfernt. Also ihr seht schon, der Höhenunterschied allein da ist knackig. Puh, aber genauso wollen wir es ja. Hinter mir seht ihr, wir sind mitten in dieser Nebelwolke drin. Und in die andere Richtung, wo es halt ein bisschen hoch geht, da kommt schon die Sonne langsam. Da sieht es ein bisschen klarer aus, ne? Also ich bin mal gespannt, ob wir es oben drüber schaffen und einen schönen Ausblick kriegen. Denn als ich mit dem Auto hier ins Tal runtergefahren bin, da war das ein geniales Bild. Ich hoffe, das kann ich euch zeigen. So,
sehen konnte. Ich hoffe, wir kriegen noch einen besseren Blick drauf. Wir sind jetzt, wie ihr an der Sonne in meinem Gesicht seht, über der Wolken- bzw. Nebeldecke angekommen. Es ist blauer Himmel über uns hier. Und ihr seht, meine kleine Mütze ist schon wieder weg. Handschuhe sind aus. Eigentlich bin ich auch zu warm angezogen. Aber naja, wie es so ist, ausziehen will ich auch nichts. Man weiß nicht, ein bisschen geschwitzt. Nicht, dass wir uns gleich wieder erkälten. Gut, aber auf jeden Fall, wenn, ich hoffe, es hat geklappt mit dem Bild vorher, dann habt ihr gesehen, dass wir einen richtig schönen Blick aufs Tal haben und jetzt die Sonne diesen Nebelschleier so richtig schön anstrahlt, unter dem sich die Orte in den Tälern verstecken. Aussieht, bleibt uns ein weiterer Blick auf die Täler leider versperrt, denn wir sind jetzt auf der anderen Seite und gucken hier in so eine Art kleine Hochebene rein. Bieselsberg müsste es sein. Und jetzt latschen wir hier gerade über die Mobilflugwiese. Heißt also, am Wochenende, wenn hier Verkehr ist, muss man echt aufpassen, dass einem nichts auf den Kopf fällt. Naja, gut. Könnte aber auch interessant sein, mal zuzugucken. Ja, dementsprechend laufen wir jetzt hier bei bestem Sonnenschein. Man muss aber auch verdammt aufpassen, denn wenn man so an den Waldstücken lang geht und da ist asphaltiert, das ist noch richtig hässlich reif überzogen, richtig glatt. Und da meine Schuhe ja jetzt nicht mehr die beste Sohle haben, kann man echt aufpassen, dass man sich nicht auf die Nase packt. Sind wir hier in einer unspektakulären Gegend und dann ist Zeit, auch mal ein bisschen Support für den einen oder anderen Kanal zu betreiben. Und ein Kanal, der mir in diesem Jahr besonders aufgefallen ist, wandertechnisch, ist der Kanal vom Holger. Und zwar Holger, in Anführungszeichen Ossi, wandert. Ich verlinke den Kanal unten in der Beschreibung, da guckt ihr bitte mal vorbei und schaut euch das mal an. Denn der Holger betreibt schon relativ lange einen eigenen Kanal und hat jetzt aber dann sich mit Video-Equipment richtig ausgestattet. Und eine ganz coole Sache, deswegen bin ich eigentlich damals auf ihn aufmerksam geworden. Er war es so ein bisschen leid, manchmal alleine zu wandern. Und es gab dann über irgendein Forum oder Facebook oder was, ich weiß gar nicht mehr, woher die beiden sich getroffen haben, eine Wanderin, die nach einer Begleitung gesucht hat. Die Problematik ist dabei, wenn man es als Problematik bezeichnen möchte, dass die Christa blind ist, also fast gar nichts sieht und auf eine Wanderführung angewiesen ist. Und ich fand das so faszinierend, wie die beiden gemeinsam wandern und sich gegenseitig mehr oder weniger vertrauen müssen, gegenseitig auch manchmal ein bisschen anfrotzeln, das ist schon richtig lustig, und somit sich vorbereitet haben auf einen 50 Kilometer Marsch, ich meine der Nürnberger Marsch war es, und den dann, nein, das verraten wir nicht, guckt selber. Also, interessant und auch gespickt mit Herausforderungen natürlich, und das macht das Ganze interessant, na, mal davon abgesehen, dass der Holger seinen Kanal wirklich ganz interessant gestaltet und die Videos echt kurzweilig zu gucken sind und auch die Videos, wo die Christa mit dabei ist, weil das ist ja ein Teil des Kanals, nicht der Kanal an sich, ne, von dem Inhalt her einfach mehr Aufmerksamkeit verdient. Also Beschreibung, Link klicken, Kanal aufrufen, abonnieren, Daumen da lassen, so läuft das. Freunde der gepflegten Mannerblase, das ist hier ein Wechsel der Temperaturen, das ist der helle Wahnsinn. Wir sind vorhin auf der Sonnenseite lang gelaufen. Ihr seht da drüben, der Hang liegt in der Sonne.
Aber dadurch, dass die Sonne im Winter ja relativ tief steht, liegen hier Teile dauerhaft im Schatten. Und wie ihr ja im Boden schon seht, ist alles gefroren. Es ist hier jetzt gerade echt arschkalt. Also ich bin echt im Überlegen, meinen Schlauchschal wieder rauszuholen. Mir frieren ganz schön die Ohren. Jo, also wenn ihr hier unterwegs seid im Winter, ordentlich anziehen, mehr Schichtenprinzip, so dass man ablegen kann, wenn man auf der Sonnenseite läuft, und wieder anziehen kann, wenn man auf der Schattenseite ist. Weiter geht's, berghoch. Sind wir wieder auf der Sonnenseite unterwegs. Deutlich angenehmer. Ich würde sagen, gefühlt macht das einen Unterschied von 10 Grad. Freunde, also ich habe ja auch mal einen Beruf gelernt, aber nichts Handwerkliches. Wenn ich jetzt aber hier vorbeikomme, das sehe sogar ich, dass das so ursprünglich nicht geplant war und da irgendwer richtig Bockmist gebaut hat. Moment, ich drehe euch um. Ja, also so ein Stück Metall mal kurz um 90 Grad zu verbiegen, damit dann die Öse in der richtigen Richtung ist für die Schranke, wäre vielleicht auch anders leichter gegangen, indem man es zum Beispiel gleich richtig rum in den Beton sogar gegossen hätte. So Freunde, eine Frage habe ich mal. Ich habe hier schon andauernd gesehen, dieses lustige weiße Zeug an Bäumen. Was ist das? Ist das ein Pilz oder keine Ahnung? Sieht so richtig fadenartig aus und wenn man das runterlässt, dann geht es einfach ab. Komisch. Also wenn ihr wisst, was das ist, bitte in die Kommentare. Wird mich absolut interessieren. Hab mich die ganze Zeit schon gefragt immer. Wir sind auf dem Quellenpfad, ein kleiner Weg neben dem eigentlichen Weg lang und habe gerade gesehen, wo wir hier runter sind. Super nass, super glitschig, aber schon geil hier. Also wir haben hier doch einiges an Wasser zu fließen. Also hinter mir, unter mir, wie auch immer, seht ihr schon, da geht es durch und führt dann in die Richtung ins Flüsschen rein. Und so geht das hier die ganze Zeit weiter. Ich zeige es euch. Freunde der gepflegten Wanderblase, wir sind schon wieder im Schatten unterwegs, aber wie gesagt, in den Tälern hier kommt die Sonne im Winter fast nicht hin. Dauerfrost. Ist echt arschkalt, ihr seht, Mütze euch schon wieder auf. Ja, die Bilder, die ihr vorher gesehen habt, vom dem Flüsschen hier, das ist der Eulenbach. Und das, was wir hier so rundherum sehen, das ist so dieses typische Bachtal, was nicht wirklich bepflanzt ist und vor allem auch immer wieder befreit wird, damit der Bachlauf einfach seinen Weg nehmen kann von Sträuchern, Bäumen, Ähnlichem. Gut, ich glaube, jetzt müssen wir mal links rum hier. So, hoffen wir, dass wir noch ein bisschen Sonne kriegen. Aber wir laufen jetzt so langsam wieder berghoch. Und wenn wir weiter oben sind, sollten wir auch wieder in der Sonne sein. Aber wie sage ich immer, wer friert, läuft so langsam. Also, zügig weiter.
an einem Rodelberg sondersgleichen vorbei. Das ist doch herrlich, oder? Also, wenn hier mal Schnee liegt, da hoch, ich glaube, da kann man ordentlich mit Fuß runter. Und wie gesagt, es ist kein Skihang, sondern ein Rodelhang. Und trotzdem mit Lift. Also, cool. Da kann man schön sich mal wieder hochziehen lassen und dann weiter wieder runter zischen wie ein Irrer. Cool. Eine Mini-Wolkenmaschine. Nee, nicht ganz. Das ist die Kläranlage hier. Hier so richtig mystisch, leichter Nebel über dem raureif gefrorenen Boden, genial. Also macht richtig Spaß hier zu laufen. Das Einzige, wo man echt aufpassen muss, ist, ich laufe hier auf einem Asphaltweg und der ist mal nass, mal trocken und mal glatt. Also aufpassen, dass man sich nicht auf die Nase legt. So, scharfe Gruppenkuscheln. Ist kalt. Gerade wieder schön Höhenmeter gemacht. Jetzt wird zum Atem kommen, aber ich will ja auch, dass ihr seht, ist nicht immer alles easy locker flockig. Auch bei Leuten, die 157 Kilometer wandern, heißt das noch lange nicht, dass das alles mit dem Lächeln auf den Lippen passiert. Also Höhenmeter weiterhin meine Herausforderung. Und die sind wir jetzt aber schön durchgekracht. Hinter uns, das Örtchen, ist Schömberg. Hier im Nordschwarzwald gab und gibt es sehr viele Luftkurorte, die heute ja touristisch noch so ihre Bedeutung haben, aber früher hauptsächlich medizinischer Natur. Also die Frage damals eher, wie kann man am besten Lungenkrankheiten behandeln? Der Luftkurort hier sowie auch andere Ecken sind dafür prädestiniert gewesen, dass man zum Beispiel auch bei Tuberkuloseerkrankungen behandelt hat und das ja schon im 18. bis ins 19. Jahrhundert hinein, denn unser werter Herr Robert Koch, den kennt ihr alle vom Robert-Koch-Institut, war ja in den letzten Jahren in aller Munde, der hat 1890 erst das Tuberkulin entwickelt, also einen Impfstoff, um Tuberkulose behandeln zu können. Und dieser wurde aber nicht gleich eingesetzt, sondern er wurde in allererster Linie mal 1920 das erste Mal überhaupt wirklich so hergestellt, dass er am Menschen einsetzbar war. Und 1921 fand die erste Impfung in Frankreich statt. Erst so Höhe Zweiter Weltkrieg wurde das dann zu einer Impfung, die auch in größerem Ausmaß genutzt wurde und ja, sogar bis 1998 wurde die Impfung vom Robert-Koch-Institut empfohlen. Erst seit 1998 nicht mehr. Gut, jetzt muss man mal gucken, wie das so weitergeht, denn auch wenn Tuberkulose hierzulande schon lange Zeit kein großes Thema mehr war, ist natürlich durch Zuwanderung und unterschiedliche Gesundheitssysteme und Impfstati der Zuwandernden natürlich das Risiko wieder höher, sich auch mit Tuberkulose zu infizieren. Ich weiß nur, als ich meine Ausbildung damals gemacht habe, 1997, habe ich während meiner Ausbildung dreimal Kontakt zur Tuberkulose gehabt. Einmal Lunge, zweimal Niere. Zum Glück nie was davon übrig behalten, also habe mich nicht angesteckt. Aber man weiß das halt bei Patienten im Krankenhaus oft erst später. Und kriegt dann halt drei Monate nach Aufenthalt mal die Information, oh, geh dich doch mal röntgen, guck mal, ob du da was in deiner Lunge hast. Naja, so ist das im Gesundheitswesen. Leben am Limit. Weiter geht's. Auf zum Himmelsglück. Hier oberhalb von Schulmberg gibt es einen schönen Aussichtsturm. Da gehen wir jetzt hoch. Also Freunde, aufpassen, wenn ihr hier im Winter hochgeht,
dann ist der Aufzug zu. Gut, wir werden die Treppen gegangen, aber vielleicht ist das für euch eine wichtige Info. Denn dieser lustige Turm hier, da sind bis zur obersten Plattform 300 Stufen zu bewältigen. Dementsprechend ein bisschen trainieren, ne? Und Flo und Sebastian, ihr könntet hier trainieren. Also dann machen wir uns mal auf den 300 Stufen Fußweg zur Spitze des Turms. Boah, Freunde der gepflegten Wanderblase. 300 Stufen am Stück. Ich gehe ein. Also, der Flo hat in seinem letzten Video Sebastian herausgefordert und ihn auf Frankfurt Tower Run 1200 Stufen. Ihr seid doch bekloppt. Im Leben niemals. Okay, erstmal schnaufen und dann zeige ich euch, wie es hier oben aussieht. So, also die Dinger hier sind schon klasse, ne, oder? Kannst du sehen, in welche Richtung was sich befindet. Also, finde ich klasse. Und vor allem kostenlos, brauchst du nichts reinstecken wie üblicherweise, so ein Euro oder so, ne? Aber natürlich ist der Aufstieg auf den Turm hier nicht umsonst. Bedeutet, Eintritt für einen Erwachsenen 7,50 Euro. Es gibt auch ein bisschen günstigere Familienpreise, aber günstig ist halt auch relativ dann, ne? Jo, die Problematik ist natürlich an so einem heutigen Tag, Winter, der Aufzug fährt nicht. Heißt, man muss diese 300 Stufen steigen. Und wie ihr seht, hat da außer mir keiner Bock drauf. Ich bin ganz allein hier oben. Schön, oder? Ja, also entsprechend genießen wir hier ein bisschen die Ruhe. Genießen den Ausblick, den kriegt ihr jetzt auch gleich zu sehen. Und dann sehen wir uns gleich zum Päuschen wieder. Wieder zurück zur Pause und da gibt es heute ein leckeres, wenn ich es aufkriege, ein leckeres, dickes, fettes Bauernbrot mit Wurst und dazu eine Cola. Das Geilste an der Cola ist, guckt es euch an, ein abschraubbarer Deckel. Wunderbar, also Prost, bis nachher. Also wieder auf dem Weg runter, weiter geht's. Und wie ihr gerade gesehen habt, ich glaube für Menschen mit Höhenangst und so, wo man durch die Gitter durchgucken kann, ist das wahrscheinlich hier auch nichts, oder? Naja, aber ihr kennt euch ja, wisst ihr, ob ihr das euch zutraut oder nicht. Gut, auf den Rest der Strecke der ersten Tour. Da sind wir gleich fertig, das ist jetzt noch so ein bisschen mehr als ein Kilometer, meine ich, bis zum Zielpunkt. Und dann zeige ich euch, wo wir dann ankommen. Und ja, bis dahin ist eigentlich auch nicht mehr viel. Wir laufen jetzt noch ein bisschen durch Ort, durch Park und dann sind wir schon da. Weil sowas werde ich ja wieder zum Spielkind, da muss ich ja mitmachen, ne? So, Freunde der gepflegten Wanderblase, wir sind damit am Ziel, im Ortskern von Schönberg und haben jetzt die Etappe 2 der Jubiläumswanderung Kalver Landkreis 50 Jahre absolviert. Wir sind jetzt hier am alten Rathaus, am neuen Rathaus und werden jetzt nur noch ein, zwei Treppen runtergehen und sind dann an der Straße, direkt an der Bushaltestelle, die uns zu unserem Ursprungspunkt wieder zurückführen wird. Damit
ist dieses Video an dieser Stelle auch beendet. Und ich hoffe, ihr habt ein paar schöne Eindrücke gehabt, habt ein bisschen was sehen können. Und ich habe euch ein bisschen animieren können, vielleicht im Nordschwarzwald auch mal kurz unterwegs zu sein, wenn ihr denn hier seid. Denn es ist wirklich wunderschön. Ja, das heißt, es bleibt mir eigentlich nur wieder zu sagen, ein Däumchen wäre schön. Ja, wenn noch nicht getan, ein Abo, würde ich mich auch drüber freuen. Und dann, ja, für mich geht es jetzt hier noch mal ein bisschen weiter. Ich werde jetzt die Etappe 3 gleich anschließen mit ca. 14,5 Kilometern. Das seht ihr aber dann im nächsten Video. Dementsprechend hier erstmal